Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Throne and Liberty. Heute geht es darum, wie ihr, ja, wahrscheinlich die beste Methode, wie ihr Lucent verdienen könnt. Das Ganze habe ich heute mal zusammen mit dem Chat im Stream gemacht. Und ich finde, das ist mit wahrscheinlich, ja, die beste Methode, um Lucent im Auktionshaus zu verdienen. Wie mache ich aus? Du musst erstmal die Tinte kaufen vom Vertragsmünzenhändler. Ich habe Tinte. Edle, leere Lithografie, Rüstung. Genau davon. Okay. Also einmal leere Lithografie-Rüstung bauen. Ja, habe ich gemacht. Dann im Inventar R3 drücken. Lithografie, das sieht genau vor. Hier Lithografie. Dann nehme ich das, was ich habe. Edle Lithografie Phantomwolf-Maske. Und ja, okay, Abfahrt. Und jetzt habe ich das Ding hier. Aha, also das Item ist dann weg quasi. Dafür habe ich dann hier diese Lithografie. Und die kann man jetzt quasi nutzen, um das Teil zu bauen. Ja, guck mal. Und jetzt kann dir irgendjemand das Ding kaufen oder auch ich kann das nutzen, um das wieder zu bauen. Die kannst du jetzt verkaufen für 5.000. Okay, wir gehen mal auf Auktionshaus. Digga, 5.000, warte mal, sind das nicht 100 Euro? Ja, sind 100 Euro, das ist ja völlig broken. Ich meine, du musst ultra Luck haben, das Teil bei einem Boss zu bekommen. Edle Lithografie Phantom-Wolf-Maske, das ist krass, ey. 48, also 96 Euro. 20% Steuern, aber krass. Krass, krass, krass. Das ist wirklich der Money Glitch. Ich würde sogar sagen, es macht gar keinen Sinn, diese Dinger selber zu spielen, weil du so viele Sachen dadurch kaufen kannst. Battle Pass im Shop, Army Toys, Klamotten, andere Sachen, Eigenschaften im Auktionshaus. Ich gar nicht diese super seltenen Sachen von Gildenbossen und Weltbossen. Eine wichtige Sache, die wir, glaube ich, noch erwähnen müssen, ist auf jeden Fall, dass man keine Waffen nehmen kann aus Co-op Dungeons. Das heißt, wenn ihr jetzt in einem Co-op Dungeon seid und dort irgendwie, wie ich, auch einen Dagger habt oder hier dieses Schwert bekommt, falsch, das ist blau, hier auf Einöde, und dann hier, sage ich mal, den Foliant oder den Bogen, den könnt ihr nicht zu einer Lithografie machen, beziehungsweise dann auch gar nicht auf dem Auktionshaus verkaufen. Deswegen mit den Co-op Dungeon Sachen geht das nicht. Aber mit allem, was ihr in der Welt findet, ne, egal ob es jetzt auf der Insel von Saurodoma ist oder in der Schattenkrypta oder auch bei Gildenbossen und bei Weltbossen, da kann ich auch nur nochmal auf das Video von vorgestern verweisen, ob sich ein zweiter Charakter lohnt. Also alleine, wenn ihr mit dem zweiten Charakter auch die Gildenbosse und Weltbosse macht, habt ihr eine doppelte Chance, diese Items zu bekommen und könnt nochmal so viel mehr Lucent verdienen. Und ich bin jetzt, weiß ich nicht, 20 Minuten, 30 Minuten später und kann das Ding hier schon einsammeln. Natürlich, Phantomwolfmaske ist natürlich ein Ding super, super selten. Da muss man schon sehr lucky sein, das zu bekommen. Aber das haben heute mehrere bekommen. Wir haben heute Gildenbosse gemacht. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass ihr das bekommt. Ich habe es aus dem Weltenboss bekommen. War mein erster Drop von einem Weltenboss. Und so könnt ihr natürlich alle Drops von Weltenbossen und Gildenbossen verkaufen. Muss nicht immer unbedingt 4.000 sein oder so, aber kann natürlich schon sehr viel sein. Also wohl einmal Lithografie rauszuziehen, als auch die Eigenschaften rauszuziehen, kann sich sehr, sehr doll lohnen, um einfach sehr viel Lucent im Shop zu verdienen. Und was ihr dann mit dem Lucent macht, das bleibt natürlich euch überlassen. Aber ich würde euch ganz, ganz doll raten, holt euch so viele Army-Toys wie möglich. Weil, das passt zwar nicht so ganz ins Video, aber ich will da auf jeden Fall nochmal drauf hinweisen. Wenn ihr hier auf eure Charakterinformationen geht und dann mal Viereck gedrückt haltet, dann könnt ihr ganz rechts einige Bonis sehen. Ein EP-Bonus, eine Chance auf Gegenstand-Bonus und so weiter. Und gerade EP-Bonus, der ist jetzt nicht mehr so interessant, gerade fürs Early Game vielleicht, aber Chance auf Gegenstände, da könnt ihr bis zu 7% haben. Das heißt, 7% höhere Chance, einen Gegenstand zu bekommen, als halt, ja, 0%. Und das Ganze wird nur durch eure Army-Toy-Anzahl getriggert und auch bestimmt. Wenn ihr hier einfach mal auf eure Army-Toys drauf geht und dann oben auf Lithografiebuch, dann könnt ihr hier einmal die, das sitze ich genau vor, die Bonis sehen. Ich mache mich mal kurz weg. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, ich möchte gerne einen Solant-Bonus haben, da habe ich jetzt gerade 2,6 von 8,1, dann könnt ihr euch das anhaken und dann könnt ihr bei Kumpelsynergie genau sehen, was euch fehlt für die nächsten Bonis. Und dann könnt ihr hier drauf gehen, bester Schauspieler, beste Hauptdarstellerin. Und seht ihr, der Lou, der hat hier schon einen von beiden und der andere fehlt mir noch. Oder das, was wahrscheinlich die meisten interessiert, Chance auf Gegenstände, klickt ihr drauf, geht auf Kumpelsynergie und dann seht ihr hier, ho, die beiden fehlen mir noch. Dann schaut ihr, wo gibt es die und dann besorgt ihr euch die und kriegt so nach und nach immer mehr
Erfahrung on top. Darauf würde ich auch achten, wenn ihr die Koop-Dungeons macht. Natürlich ist es immer wichtig, hier coole Items und so rauszubekommen, aber auch, wie gesagt, die Army-Toys, um gerade, wenn ihr Vielspieler seid, in Zukunft eine höhere Chance auf Gegenstände zu haben. Also, wenn ihr nicht wisst, was ihr mit Lucent machen sollt, dann macht's wie ich und gebt das aus für Army-Toys und nicht hier für irgendwelche Kostüme, die 22 Euro kosten, sondern wirklich für Army-Toys, die euch dann auch einen Boni geben für eure Stats. Ich hoffe, das hilft euch weiter, um ganz viel Lucent zu verdienen. Wenn ihr nichts zu Thrones and Liberty verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow dalassen, würde mich sehr freuen. Ein Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.